ich bin da per Telefon. Manege frei. Ja, dann fange ich mal an. Ne? Ich freue mich, dass ihr gekommen seid, meinen Vortrag zu halten, Fair Economy für eine faire Wirtschaft. Wir werden heute ein bisschen philosophisch werden. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich werde heute über meine beiden Lieblingsthemen sprechen, Geld und Liebe. Wenn wir in die Zeitung schauen, nicht nur in Deutschland, sondern irgendwo in der Welt, sehen wir, die großen Probleme unserer Zeit sind die Umweltzerstörung, Armut, Ungleichheit, Finanzkrisen. Außerdem gibt es auch immer Deflation oder Inflationsängste, Arbeitslosigkeit. Und all diese Probleme hängen am unnatürlichen Design unseres Geldes, welches bewirkt, dass unser Geld nicht neutral und im Übrigen völlig unnatürlich ist. Und diese Nicht-Neutralität ist der Hauptgrund meines Erachtens für das Marktversagen oder ein ganz wesentlicher Grund für Marktversagen. Ich werde den Vortrag in zwei Teile gliedern. Im ersten Teil werde ich die Probleme erläutern, die durch die fehlende Neutralität des Geldes entstehen und wie diese gelöst werden könnten. Und obwohl die Lösung, die ich vorstellen werde, bereits 100 Jahre alt ist, ist die Erkenntnis, dass die großen Probleme, mit denen wir unsere Welt heute konfrontiert sehen, so gelöst werden können, in der Tat neu. Und anschließend werde ich zeigen, warum Wettbewerb, wenn er funktioniert und vor allem, wenn er nicht durch unser unnatürliches Geld pervertiert wird, uns dazu zwingen kann, uns so zu verhalten, als ob wir das Gebot der Nächstenliebe achten würden. Und natürlich wäre es noch besser, wenn wir unseren Nächsten wirklich lieben würden. In Teil 2 werde ich ein zugegebenermaßen utopisches Modell einer Wirtschaft skizzieren, die auf der Nächstenliebe als treibende Kraft unseres Handelns beruht. Welche Rolle hat das Geld in unserer Wirtschaft? Das Geld ist das Blut der Wirtschaft. Blut muss im Kreislauf des Körpers zirkulieren, um Nährstoffe und Sauerstoff zu den Zellen zu tragen und Kohlendioxid wegzutragen. Das Blut ist also ein Transportmittel. Und ganz ähnlich ist das Geld das Transportmittel in unserer Wirtschaft. Wir brauchen das Geld, um den Handel zu vereinfachen. Ohne das Geld in der Wirtschaft, ohne dass das Geld fließt, würde die Wirtschaft in Stocken geraten, ganz ähnlich wie der Körper sterben würde, wenn das Blut nicht mehr fließt. Es gibt zwei wesentliche Geldfunktionen, die wir in Lehrbüchern finden. Die erste ist, dass das Geld ein Tauschmittel ist, also den Tausch vereinfacht. Deswegen ist es ja auch das Blut der Wirtschaft. Aber andererseits lesen wir, dass Geld auch ein Ordnungsmittel ist. Wir wollen gerne Geld zu Hause bewahren, weil es leicht aufbewahrbar ist. Das ist ein großer Widerspruch zu der ersten Funktion. Denn wenn wir alle das Geld unter dem Kopfkissen horten, kann es nicht gleichzeitig in der Wirtschaft zirkulieren und den Handel vereinfachen. Der Grund, warum wir das Geld nicht unterm Kopfkissen halten, sondern es ausleihen, ist nämlich der Bank ausleihen und die Bank leiht es weiter aus, ist der Zins. Der Zins ist eine Liquiditätsprämie, wie sie Keynes nannte. Also eine Prämie, das Geld nicht unter dem Kopfkissen zu belassen, sondern eben es auszuleihen. Wir könnten sagen, um bei der Metapher zu bleiben, der Zins ist die Droge, die das Geld im Fluss hält. Also das Geld hat sozusagen ein Problem, es gerät leicht ins Stocken, aber es gibt eine Droge, die macht, dass das Geld doch fließt. Und diese Droge, das ist der Zins. Und wie jede Droge, wenn man sie längere Zeit benutzt, hat sie große Nebenwirkungen, die wir jetzt betrachten. Wenn wir uns vorstellen, wie ein Konto wächst mit dem Zins, dann sehen wir, dass es alles 10 bis 15 Jahre ist verdoppelt, je nach Zinshöhe. Das heißt, 10 Euro werden 20, 20, 40, 40, 80 und so weiter. Das Guthaben folgt also einer Exponentialfunktion. Und das hängt übrigens nicht von der Zinshöhe ab, dass es eine Exponentialfunktion ist. Auch ein sehr niedriger Zins wird bewirken, dass irgendwann sich der Betrag verdoppelt haben wird. Und immer wenn sich etwas verdoppelt, ist das eine Exponentialfunktion. Nur dass die Kurve dann, der flache Bereich länger ist. Aber irgendwann kommen wir trotzdem in diesen steilen Teil der Kurve. Und wenn alle Konten einer Wirtschaft sich so entwickeln, dann ist die Geldmenge, die aus
Geldscheinen und Konten besteht, wächst dann ebenso. Und wir können das in jedem Land der Welt sehen, wenn wir den Betrachtungszeitraum nur lange noch sehen, ist die Geldmenge wächst in jedem Land exponentiell. Jedenfalls, solange es einen positiven Zins gibt. Und was das bedeutet, ist natürlich für uns sehr schwer zu verstehen, weil es in der Natur nichts gibt, was exponentiell dauerhaft wächst. Und deswegen kann unser Gehirn das auch nicht wirklich begreifen. Ein gutes Bildnis ist der sogenannte Josefspfennig, der uns das begreifbar macht. Wenn Jesus einen Pfennig von seinem Vater Josef geerbt hätte und diesen auf ein Konto gelegt hätte mit 5% Verzinsung, wie viel wäre das heute? Jesus hätte das übrigens nicht gemacht, denn in der Bibel ist die Zinsnahme verboten. Und wir verstehen jetzt auch, warum. Denn das wären dann viele Milliarden Erdkugeln aus purem Gold. Kommt auf den Goldpreis an. Einige Rechnungen sagen sogar, dass es 2,2 Billionen Erdkugeln aus purem Gold wären. Und jetzt können wir schon verstehen, dass da Krisen hervorgebracht werden. Und wir können auch verstehen, warum Geld das Gegenteil von Schuld ist. Denn die Bank, um Zinsen zahlen zu müssen, muss auf der anderen Seite Kredite vergeben. Das heißt, wenn die Geldmenge exponentiell wächst, wächst auch die Schuldenmenge. Das heißt, Geld ist das Gegenstück von Schuld. Und das lesen wir sogar auf jedem Dollarschein, wo in der Ecke oben steht, this note is legal tender for all debts, public and private. Dieses Geldschein ist gesetzliches Zahlungsmittel für alle Schulden, öffentliche und private. Also nicht, offenbar nicht zum Kauf eines Autos oder von Milch oder so, sondern zum Zahlen von Schulden. Die Wertpapiere des einen sind die Schulden des anderen, wie ein bekanntes Sprichwort sagt. Das, was wir gerade gesagt haben in der Theorie, können wir auch in echten Daten nachvollziehen. Hier sehen wir die Geldmenge M3 der USA und die Schuldenmenge der USA. Wir sehen, sie sieht genau gleich aus. Sie muss auch genau gleich aussehen, denn es gibt keinen Zins ohne Schuld. Wenn die Geldmenge wächst, muss die Schuldmenge genauso wachsen. Oder an Worten von Frederick Soddy, Money is a credit-debt relation from which none can effectually escape. Geld ist eine Guthaben-Schulden-Relation, aus der keiner herauskommt. Dass Geld Schuld ist, erkennt man übrigens sogar auch an dem englischen Wort Credit, das sowohl Guthaben als auch Kredit bedeuten kann. Also diese Ambiguität finden wir sogar in dem Wort Credit. Und wir können nun auch verstehen, wo die großen Finanzkrisen herkommen, die alle 50 bis 80 Jahren immer wieder über die Welt kommen. Klar, die Banken müssen immer mehr Kredite vergeben. Selbst wenn sie die Zinsen schon auf null gesenkt haben oder fast null, es sind so viele Depositen da, dass sie auch ständig neue Kredite vergeben müssen. Und wenn jemand einen Kredit amortisiert hat, muss die Bank den Kredit nochmal vergeben und wieder versuchen, den Kredit wieder zu verkaufen und am besten das Volumen noch erhöhen, weil die Depositen ja auch wachsen. Und das wird immer schwieriger, je mehr die Gesellschaft schon verschuldet ist. Gut, und was bleibt den Banken anderes übrig, als langfristig dann die Standards zu senken? Es werden Kredite vergeben an Personen mit nicht so guter Bonität, Subprime-Kunden sozusagen. Und wenn die dann ausfallen, dann haben wir eine Finanzkrise und die Schuld wird den Bankern gegeben, obwohl es in Wirklichkeit Teil des Systems ist. Wir können nun auch erkennen, wo Inflation und Spekulation herkommen. Große Themen in den Wirtschaftswissenschaften. Es gibt viele Theorien der Inflation und der Spekulation. Im Grunde ist es ganz einfach. Wenn die Geldmenge wächst, sie wächst schneller als die Gütermenge, dann ist das ein Inflationspotenzial. Nicht immer geben wir das Geld für Konsumgüter aus, in denen wir die Inflation messen. Wir kaufen uns auch Immobilien, Gold, Bitcoins oder Aktien und das sind dann die Spekulationsblasen. Die Spekulation ist nichts anderes als eine partielle Inflation in Investitionsgütermärkten und die hat auch was mit einer stetig wachsenden Geldmenge zu tun. Und wir können hier auch verstehen, das Thema ist ganz interessant, die so beklagte mangelnde Nachhaltigkeit, so viel beklagte mangelnde Nachhaltigkeit, die Umweltzerstörung, die hat auch was damit zu tun. Wir sind nämlich zu Wachstums gezwungen oder zumindest gibt es einen starken Wachstumsdruck, der aus diesem Zinssystem herrührt. Wenn nämlich die Unternehmen stetig wachsende Zinslast haben, dann müssen sie auch stetig mehr verkaufen. Und selbst ein Unternehmen, das nicht verschuldet ist, muss mehr verkaufen wegen der Inflation, weil die Arbeitnehmer, die es beschäftigt, wollen ja mehr Geld haben aufgrund der Inflation, die wir gerade gesehen haben, auch was damit zu tun hat. Und selbst ein Unternehmen, was nicht verschuldet ist, und vielleicht auch gar keine Arbeitnehmer hat oder die Arbeitnehmer glücklicherweise keinen Inflationsausgleich haben wollen, dann muss das Unternehmen trotzdem wachsen. Und zwar aufgrund des Zinses als Opportunitätskosten einer jeden realwirtschaftlichen Investition. Wenn mein Unternehmen nicht das mir einbringt, nicht die Rendite mir bringt, die Bank mir zahlen würde, macht mein Unternehmen ja keinen Sinn.
Jedenfalls dann nicht, solange ich mein Unternehmen nur deshalb führe, um Geld zu verdienen. Man könnte Unternehmen natürlich auch führen, weil ich gerne mit meinen Talenten gute Produkte herstelle und den Kunden glücklich machen möchte. Aber wenn mein einziges Ziel des Unternehmertums ist, das Geld zu verdienen, dann macht es keinen Sinn, wenn ich nicht mindestens das verdiene, was mir die Bank zahlt. Und das ist ja bei den meisten Menschen der Fall. Ne? Die meisten Menschen wollen Unternehmen führen, um Geld zu verdienen. Fazit, der Zins gibt den Rhythmus vor, nachdem die Wirtschaft tanzen muss und ist nicht bloß ein Fetisch. Das Problem, exponentielles Wachstum ist nachhaltig nicht möglich, was sogar schon Aristoteles diskutiert hat. Das ergibt sich aus dem ersten und zweiten Gesetz der Thermodynamik, nachdem man nichts herstellen kann ohne Energie und Input. Und das zweite Gesetz ist die Entropie, alles wird nachher mal Müll. Ne? Und wie der Ökonom Hermann Daly mal einst treffend gesagt hat, anything in nature that does not reproduce itself at the rhythm of interest rate is in danger of extinction. Also selbst wenn wir nur die Natur ausbeuten und abholzen oder nur nachwachsende Ressourcen verwenden, wenn wir anfangen, sie schneller abzuernten, als sie nachwachsen, dann gehen die auch kaputt. Also nichts, was in der Natur nicht mindestens so schnell vermehrt wie der Zins, ist im großen Risiko der Vernichtung oder der Extinction. Der Auslöschung? Genau. Wir können jetzt auch verstehen, warum immer wachsen müssen oder, wenn wir nicht wachsen, Arbeitslosigkeit entsteht. Alle Firmen, alle großen, alle Politiker, alle Länder wollen immer, dass das Land wächst. Warum? Weil sie Angst vor Arbeitslosigkeit haben. Aber was hat eigentlich Arbeitslosigkeit mit Wachstum zu tun? Warum müssen wir wachsen, damit keine Arbeitslosigkeit entsteht? Nun, das hat auch was mit diesem Wachstumsdruck zu tun. Sie haben ja gerade gesehen, dass Unternehmen wachsen müssen. Gut, wenn sie nicht wachsen können, weil es ist vielleicht nicht immer möglich, immer mehr zu verkaufen, dann ist die Alternative, Kosten zu sparen, um den Status quo zu halten. Und Kosten sparen heißt in der Regel, Menschen durch Maschinen ersetzen, weil das der größte Kostenfaktor ist. Also mit anderen Worten, die Produktivität zu steigern. Und wenn die Maschine dann arbeitslos ist, dann alt ist, dann ist sie nachher auch arbeitslos und sitzt dann auf der Bank und sucht Arbeit. Und dann können wir auch verstehen, das andere Riesenthema in der Welt, nicht nur in Deutschland, die Ungleichheit, die hat auch was damit zu tun. Wenn nämlich die Geldmenge wächst, dann werden einige immer vermögender, während auf der anderen Seite die Schulden ebenfalls wachsen. Und wenn wir die auf dem gleichen kartesianischen Graph malen, dann sehen wir diese Lücke, das ist sozusagen die Wohlstandslücke, die stetig und nach mathematischer Logik wächst. Und mit Zahlen von Deutschland, hier von Thomas Gruber und Helmut Kreuz, diese schöne Grafik, zeigt mir also mit echten Daten, wie hier diese Lücke wächst. Die Wertpapiere des einen sind eben die Schulden des anderen. Und das Interessante hieran ist, oder das Schlimme, dass Geld nämlich nicht arbeitet, anders als Banken uns das immer regelmäßig sagen, lasst sie Geld arbeiten. Aber Banken, Geld arbeitet nicht, bekommt auch keinen Nachwuchs, was auch schon Aristoteles wusste. In anderen Worten, wenn hier die Konten wachsen, dann wachsen sie nicht aufgrund meiner Leistung. Auch wenn ich vielleicht den ersten Betrag, die erste Einlage durch meine eigene Arbeit hart verdient habe, wenn es dann anfängt zu wachsen, dann wächst es aufgrund der Leistung der anderen, nämlich die sich verschulden. Und im Übrigen auch aufgrund dessen Risikos. Ne? Meistens, also das Risiko hat im Grunde nicht die Bank, denn die verlangt eine Hypotheke oder ein Aval oder sonst irgendeine Sicherheit, sondern derjenige, der das Geld hier produktiv wirtschaftlich investieren muss. Und wenn das nicht klappt, hat er Pech gehabt, muss trotzdem zahlen. Also auch das Risiko ist im Grunde bei dem hier, der hier arbeitet. Also hier verdienen Leute auf Kosten der Arbeit und des Risikos anderer. Und leider wird das aber nicht erkannt in der Wirtschaftswissenschaft. Diese Problematik wird nicht erkannt. Und ich vermute, das hat ganz wesentlich was damit zu tun, dass wir Geld und Kapital als Synonym verwenden. Wenn wir meinen, dass Geld Kapital wäre, also Geld eine Ressource wäre, Geld ein Produktionsfaktor wäre, dann können wir nicht erkennen, dass es einen Unterschied macht, ein Produkt realwirtschaftlich herzustellen und es mit Gewinn zu verkaufen oder Geld zu verleihen. Wie können wir das ganze Problem, die ganze Sache lösen? Wir haben gesehen, die Problematik hängt am wachsenden Geldmenge und der wachsenden Schuldenmenge und das hat was mit dem Zins zu tun. Silvio Gesell hat vor 100 Jahren schon die Idee gehabt, ein Geld herzustellen, das ähnlich wie Produkte sich entwertet, wenn man es lang genug rottet. Mit anderen Worten, wir könnten keinen Zins als Liquiditätsprämie mehr erheben.
also den Zins als Prämie, das Geld nicht mehr unterm Kopfkissen zu haben, würde es beim Geldschein wie diesen hier nicht geben. Hier muss man nämlich einmal im Monat oder zwei Monate eine Steuermarke draufkleben, im Wert von 1 oder 2% des Scheins, nicht viel, aber genug, damit ich das Geld nicht ewig unterm Kopfkissen horten kann. Ich bin froh, wenn es jemand nimmt. Das heißt, ich werde das Geld ausgeben, es investieren oder zinslos verleihen. Geld würde also zirkulieren, ohne dass ein positiver Zins, ein Zins über Null, notwendig wäre. Und die Probleme würden verschwinden. Ein solches Geld nannte Silvio Gesell Freigeld. Es würde nämlich eine wirklich freie Wirtschaft erzeugen und es ist frei von Zins. Man könnte es auch natürliches Geld nennen, weil es wie Produkte sich natürlich entwertet und damit hat Geld die gleichen Stellung wie das Produkt. Der Geldinhaber und der Produktinhaber sind ungefähr auf der gleichen Situation. Es ist ausgeglichen. Es ist auch ein neutrales Geld. Thema von Dieter Suhr. In der Wirtschaftswissenschaften gehen wir davon aus, dass Geld neutral ist. In Wirklichkeit ist Geld nicht neutral. Es erzeugt Wachstumsdruck und damit Zerstörung der Wirtschaft und Ungleichheit. Aus dem Inflation, Deflation, wie wir gesehen haben. Solches Geld wäre wirklich neutrales Geld. Man könnte es auch umlaufgesichertes Geld nennen, weil diese Steuermarken ein Umlaufsicherungsimpuls sind. Oder wir könnten es auch Geld mit negativem Zins nennen, denn diese Steuermarke ist nichts anderes als ein negativer Zins, der auch dem Geldschein anhaftet. Und wie Sie sicherlich wissen, gab es ja in der Vergangenheit schon viele erfolgreiche Experimente, insbesondere in Schwanenkirche und Wörgl. Da wurde mit diesem Geldschein, den es dort wirklich gab, diese Gemeinde aus der Great Depression, aus der großen Weltwirtschaftskrise gezogen. Da gibt es jetzt auch einen tollen Film seit 2 Jahren, Das Wunder von Wörgl, kann ich jedem nur empfehlen zu sehen. Die erklären das viel besser, als ich das hier kann, wie Wörgl aufgeblüht hat aufgrund dieses Geldscheins, dieses fließenden Geldscheins. Und aufgrund dieser positiven Erfahrungen in Wörgl und in Schwanenkirchen gab es auch in angrenzenden Dörfern, später auch in Liechtenstein, in der Schweiz, Frankreich, Spanien und in 13 Städten der USA ähnliche Experimente. In den USA gab es sogar mal die Überlegung, den Dollar auf nationaler Ebene in ein gesellschaftliches Freigeld zu verwandeln. Leider wurde das im Kongress nicht angenommen. Heute könnten wir das natürlich einfacher machen. Wir brauchen keine Steuermarken, wir können elektronische Banknoten haben oder Cashcards mit negativem Zins, je nachdem wie lange und wie viel Geld man auf der Karte hat. Und es gibt sogar auch Working Papers hier vom Internationalen Währungsfonds, die versuchen oder die überlegen, wie man sozusagen den negativen Zins auf das Geld übertragen kann, also auf den Geldschein. Ein solches gesellschaftliches Freigeld wäre im Übrigen auch eine Lösung gegen externe Schocks oder beziehungsweise würde eine größere Resilienz erzeugen, um externe Schocks abzufedern, statt stetig neue Konjunkturprogramme aufzulegen und die Länder zu verschulden, würde ein Geld, was von sich aus fließt, die Wirtschaft von sich genügend ankurbeln. Auf jeden Fall werden diese Riesenprogramme weniger nötig als heute. Irving Fisher und Keynes, John Maynard Keynes, fanden übrigens in ihren Publikationen die Idee von Gesell sehr toll, sehr gut und als Lösung für die Great Depression. Leider weiß das heute kaum jemand. Fischer hat sich sogar als Apostel von Silvio Gesell bezeichnet. Und Keynes war überzeugt, dass die Zukunft mehr von Gesell als von Marx lernen würde. Leider hat er nicht recht damit. Und auf der Bretton Woods-Konferenz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo der Internationale Währungsfonds und die Weltbank etabliert wurden, hat er sogar eine internationale Währung vorgeschlagen, um Handelsbilanzen auszugleichen, den er Bank-Or nannte. Und der auf der Idee von Gesell basierte. Leider wurde auch die Idee nicht angenommen. Kürzlich, von einem Jahr genau, hat hier der Vizepräsident von der Federal Reserve Bank St. Louis übrigens das Thema Gesell auch aufgenommen und sprach von Hot Money Credits, womit er eigentlich Gesellgeld meinte, als Ausweg aus der Krise, aus der Covid-Krise. Wenn wir so ein Geld hätten, hätten wir nicht nur neutrales Geld, sondern wir könnten tatsächlich zu einer Wirtschaft kommen, in dem unsere Bedürfnisse besser befriedigt würden. Wenn ich hier diese Matrix, Bedürfnismatrix nehme, die von meinem verehrten Ex-Kollegen Manfred Max Neef stammt, der 2019 leider verstorben ist, den sogenannten Human Scale Development Approach
entwickelt hat, wo es also darum geht, Bedürfnisse zu befriedigen. Da bin ich mir sicher, dass wenn wir ein Freigeld hätten, würden wir eher unsere Bedürfnisse befriedigen können. Heute fließen 2/3 oder noch mehr des eventuellen Wirtschaftswachstums lediglich in Ungleichheit und nur der kleinere Teil in Entwicklung, wenn wir Entwicklung als Verbesserung der Bedürfnisse, als Verbesserung der Befriedigung von den Bedürfnissen definieren. Wenn wir ein Freigeld verwenden würden, dann hätten wir keinen Wachstumsdruck, aber auch kein Wachstumshindernis. Das heißt, wenn in irgendwelchen Ländern, vielleicht auch Entwicklungsländern, Bedürfnisse noch nicht befriedigt sind, dann können wir durchaus wachsen, um sie zu befriedigen. Aber wir würden nur so viel wachsen, wie wir bräuchten, um diese Bedürfnisse zu befriedigen und nicht darüber hinaus. Der größte Teil des eventuellen Wachstums würde in die Entwicklung gehen. Entwicklung definiert als Befriedigung fundamentaler Bedürfnisse. Hermann Daly sprach einst von der Steady State Economy, eine Wirtschaft, wo immer Input und Throughput gleich bleiben und damit ein stetiges Gleichgewicht ist, das nicht die Umwelt zerstört. Ich bin mir sicher, wenn wir mit der jetzigen Situation, mit unserem jetzigen Geld, werden wir das nie erreichen. Eine Steady State Economy können wir nur erreichen, wenn wir ein Freigeld haben, das nicht zu Wachstum zwingt. Eine solche Wirtschaft wäre dann mit einem Freigeld eine Marktwirtschaft, die den Menschen dient und nicht umgekehrt. Es wäre eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus, eine Fair-Economy. So, Marktwirtschaft ohne Kapitalismus ist also möglich. Leider ist unser Geld nicht neutral, anders als Lehrbücher es üblicherweise darstellen. Und diese Nicht-Neutralität des Geldes ist wohl der Hauptgrund für Marktversagen, was leider von wenigen Ökonomen erkannt wird. Wenn wir unser Geld so reformierten, wie es einst Gesell vorgeschlagen hatte, und zudem klassisches Marktversagen bekämpfen, dann haben wir eine Chance, eine nachhaltig funktionierende und gerechte Wirtschaftsordnung zu etablieren. Nennen wir sie eine Marktwirtschaft, die den Menschen dient und nicht umgekehrt. Und dann könnten wir tatsächlich dem Ideal der vollständigen Konkurrenz nahe kommen, nämlich dem funktionsfähigen Wettbewerb. Funktionsfähiger Wettbewerb, das ist der Zustand, der dem Ideal der vollständigen Konkurrenz am nächsten kommt, zwingt die Marktteilnehmer, bestmögliche Produkte zu bestmöglichen Preisen anzubieten, da sie andernfalls aus dem Markt verdrängt würden. Das ist eine gute Sache. Entspricht ein solches Verhalten doch der Nächstenliebe. Wettbewerb veranlasst uns also, uns so zu verhalten, als ob wir den Nächsten lieben würden. Noch besser wäre es, wenn wir zudem erkennen würden, dass Geld verdient kein Selbstzweck ist. Dann könnten wir sogar von einer Marktwirtschaft, die dem Nächsten dient, zu einer wahrhaften Ökonomie der Nächstenliebe kommen, in der wir Allokationseffizienz und im Übrigen Glückseligkeit erreichten, indem wir einander durch den Einsatz unserer Talente dienten. Voraussetzung ist aber, dass wir eben hier die klassischen Marktversagen bekämpfen und Freigeld einführen. Markt und Wettbewerb werden heute wieder von vielen in Frage gestellt. Grund hierfür sind wohl insbesondere die enormen Wohlstandsunterschiede, die wir in fast allen Ländern der Welt beobachten, aber auch die Umweltzerstörung, ein ausufernder Egoismus und die mit diesem verbundenen sogenannte Individual- oder Ellenbogengesellschaft, in der jeder in erster Linie nur sich selbst zu sehen scheint. Schuld sei der Wettbewerb. Statt auf Wettbewerb sollte man verstärkt auf Kooperation setzen, so die Devise. Aber die Umweltzerstörung und die wachsende Ungleichheit sind nicht durch die Wettbewerbswirtschaft, sondern, wie eben dargestellt, ganz wesentlich durch unser Geldsystem bedingt. Die Wettbewerbswirtschaft steht Kooperation nicht entgegen. Im Gegenteil. Es können und sollen die verschiedensten Arten von Gesellschaften gegründet werden. GbRs, GmbHs, AGs, Genossenschaften oder Mischformen. Eine Gesellschaft ist eine Form der Kooperation. Auch können und sollen Firmen miteinander kooperieren. Verboten ist allerdings die Kooperation bei der Preisgestaltung oder anderer Wettbewerbsparameter. Und das ist gut so. Nicht nur, weil die Preisabsprachen die Freiheit Dritter eingeschränkt wird oder aus Effizienzgesichtspunkten, sondern vor allem, weil Preisabsprachen der Nächstenliebe widersprechen. Sie widersprechen der Nächstenliebe, weil sie dazu dienen,
Marktmacht mit dem Ziel zu bündeln, dasselbe Produkt teurer zu verkaufen, ohne jedoch das Produkt in irgendeiner Weise verbessert zu haben. Wir sehen, nicht jede Art der Kooperation ist immer gut. Noch einmal. Funktionsfähiger Wettbewerb zwingt Marktteilnehmer, bestmögliche Produkte zu bestmöglichen Preisen anzubieten, da sie andernfalls aus dem Markt verdrängt würden. Wie wir das hier auf der Grafik sehen. Die Preise sinken, wie sie nicht weiter sinken können, auf den Tiefpunkt der durchschnittlichen langfristigen Kostenkurven. Das ist eine gute Sache. Entspricht ein solches Verhalten doch der Nächstenliebe. Wettbewerb, wenn er denn funktioniert und insbesondere nicht durch unser Geld pervertiert wird, veranlasst uns also, uns so zu verhalten, als ob wir den Nächsten lieben würden. Ein Beispiel. Zur Verdeutlichung des Gesagten möchte ich hier ein Beispiel anführen. Die Hotelkette Ibis verspricht allen Kunden, dass wenn ein Problem nicht innerhalb von 15 Minuten gelöst ist, der Kunde kostenlos übernachten darf. Nicht schlecht, könnte man doch meinen, dass ein solches Angebot der Nächstenliebe entspricht. Aber vermutlich ist es doch eher der Wettbewerbsdruck, der Ibis zu diesem Angebot veranlasst. Wir sehen, Wettbewerb ist wunderbar. Er zwingt uns zu einem der nächsten Liebe entsprechenden Verhalten. Natürlich wäre es besser, wenn die Marktteilnehmer tatsächlich aus Liebe zum Nächsten ein solches Verhalten an den Tag legen würden. Und Marktteilnehmer, die das erkannt haben, werden das vielleicht auch tun. Und für alle anderen gibt es Wettbewerb. Und dass Egoismus und die sogenannte Individual- oder Ellenbogengesellschaft mit der Wettbewerbswirtschaft assoziiert werden, wird möglicherweise auch durch eine fragwürdige, aber immer wieder zu hörende Interpretation der wohl am häufigsten zitierten Aussage Adam Smith verstärkt. In Adam Smiths Hauptwerk lesen wir folgenden Satz. Und er wird in diesem, wie in vielen anderen Fällen, von einer unsichtbaren Hand geführt, um einen Zweck zu fördern, der nicht Teil seiner Absicht war. Indem er sein eigenes Interesse verfolgt, fördert er häufig das der Gesellschaft effektiver, als wenn er es wirklich beabsichtigt zu fördern. Häufig wird diese Aussage so gedeutet, dass es das egoistische, nur auf Eigennutz zielende Verhalten der Marktteilnehmer sei, das, wie durch eine unsichtbare Hand gesteuert, die effiziente Allokation der Ressourcen bewirke. Tatsächlich verhält es sich meiner Ansicht nach genau andersrum. Trotz unseres Egoismus, obwohl wir also nur an unseren eigenen Gewinn denken, zwingt uns der Wettbewerb, uns so zu verhalten, als ob wir den Nächsten lieben würden, nämlich gute Produkte zu guten Preisen anzubieten, was in der Ökonomie effiziente Ressourcenallokation genannt wird. Nicht der Egoismus ist die Triebfeder des Wettbewerbs. Vielmehr begrenzt der Wettbewerb unseren Egoismus. Und deswegen ist er gut und notwendig. Egoismus ist keine Tugend, sondern das Gegenteil der Nächstenliebe und wohl transzendentaler Grund allen Übels in der Welt. Wettbewerb fördert nicht die Allokationseffizienz, weil, sondern obwohl wir egoistisch sind. Und immer dann, wenn dieser Mechanismus, der uns zu einem Verhalten zwingt, bestmögliche Produkte zu bestmöglichem Preis anzubieten, nicht funktioniert, dann sprechen wir vom Marktversagen. Und tatsächlich ist jedes sogenannte Marktversagen ein Versagen dieses Mechanismus, uns zu einem der nächsten Liebe entsprechenden Verhalten zu zwingen. Wer die Nächstenliebe praktiziert, wird trotz Monopolstellung seine Marktmacht nicht ausnutzen und in einem Verhältnis zu den Produktionskosten moderaten Preis verlangen. Wer den Nächsten liebt, wird auch keine Kartelle bilden, um dadurch die Marktmacht zu erzeugen und Preise künstlich zu erhöhen. Auch gäbe es keine unlauteren Verhaltensweisen wie etwa irreführende Werbung. Die drei Säulen des Wettbewerbsrechts, also das Verbot von Marktmachtmissbrauch, das Verbot von abgestellten Verhaltensweisen und unlauterem Wettbewerbs, wären überflüssig, wenn alle das Gebot der Nächstenliebe respektieren und praktizieren würden. Und auch unser Geldsystem, das ich ja bereits als den Hauptgrund für Marktversagen herausgestellt habe, ist Ausfluss dieses Mangels an Nächstenliebe, nämlich des Drangs, Geldeinheiten anzuhäufen und damit den Wirtschaftskreislauf zu unterbrechen oder aber einen Zins für die Herausgabe zu erpressen. Das Wort erpressen kommt von Sebel Gesell. Und genau die Idee,
dass wir die Nächstenliebe als Paradigma der Ökonomie haben könnten, möchte ich als nächstes skizzieren. Ich skizziere sozusagen ein Modell einer Ökonomie der Nächstenliebe. Wer nur lange genug darüber nachdenkt und Gott um Einsicht bittet, wird vermutlich zu der Erkenntnis gelangen, dass es der Sinn des Lebens ist, die Nächstenliebe zu üben oder Gott zu dienen, indem man die Nächstenliebe übt. Sowohl das Alte wie auch das Neue Testament halten die beiden höchsten Gebote und Gottes Willen fest, Gott mit ganzem Herzen zu lieben, ihm zu vertrauen und den Nächsten so zu lieben wie sich selbst. Beide Gebote sind Christus zufolge gleich wichtig. Und ganz ähnliches Dinge finden wir im Koran und in der Tora. Nächstenliebe wiederum bedeutet, und auch das lernen wir aus der Heiligen Schrift, sich anderen gegenüber so zu verhalten, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte. Das Befolgen der sogenannten goldenen Regel. Man könnte sagen, Nächstenliebe ist der gelebte, kategorische Imperativ Immanuel Kants. Nächstenliebe besteht aber sicherlich nicht nur darin, in Not geratene Menschen zu helfen, zu missionieren oder die 10 Gebote einzuhalten, die ja auch nur eine Konkretisierung des umfassenderen Gebots der Nächstenliebe darstellen. Nein, Nächstenliebe besteht auch darin, davon bin ich überzeugt, tagtäglich seine Talente zum Wohl aller einzusetzen, am besten hauptberuflich. Teil der Verwirklichung der Nächstenliebe dürfte also durchaus auch sein, seine Berufung zu finden und diese zum Beruf, zur Lebensaufgabe zu machen, also mit der Berufung das tägliche Brot zu verdienen. Das deutsche Wort Beruf kommt übrigens von Berufung. Und Berufung enthält das Wort Ruf. Und in einem etymologischen Lexikon lesen wir, Beruf bedeutet spätmittelhochdeutsche Ableitung aus Berufen im geistlichen Sinne. Gott lässt seinen Ruf an die Menschen ergehen. Also das Wort Beruf kommt von Berufung. Und die Berufung ist natürlich individuell verschieden. Gott hat den Menschen verschiedene Talente gegeben, wie wir hier im Römerbrief lesen können, unter anderem. Und sozusagen als Soldaten Gottes, zu denen wir alle gehören, ob wir es nun glauben oder nicht, sind wir berufen, diese einzusetzen. Das leitet sich aus dem Gebot der Liebe zu Gott und dem Nächsten ab. Wir dienen Gott, indem wir unsere göttlichen Gaben für die Gemeinschaft einbringen, wie es Paulus und Petrus erklärten. Und wir dienen uns selbst dadurch natürlich auch. Und ein gutes Beispiel, als gutes Beispiel kann man hier eine Fabrik hernehmen. Meistens sind ja die Arbeiter davon überzeugt, dass sie den Hauptteil der Wertschöpfung erbringen. Andererseits sagt der Erfinder, der das Patent gebracht hat, dass ohne sein Patent die ganze Firma nicht funktionieren würde. Und der Unternehmenschef ist davon überzeugt, dass sowieso er der Hauptwertschöpfer ist. Alle drei irren sich. Nur gemeinsam können sie wertschöpfen. Der Firmeninhaber, der Finder und der Arbeiter sind gemeinsam an der Wertschöpfung beteiligt. Meistens ist ja der Erfinder kein guter Unternehmer. Der Unternehmer kann nicht ohne die Erfindung und der Arbeiter kann ohne beide, die anderen beiden auch nicht. Also gemeinsam nur wird hier Wert geschöpft. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch Teil dieses großen Puzzles der Liebe ist. Dass jeder Einzelne möglicherweise nicht vollständig überblickt, aber zu dessen Vollendung er dennoch beitragen kann, indem er konsequent die Nächstenliebe übt oder wenigstens versucht, sie zu üben, und zwar durch den Einsatz der Talente. Denn wir helfen anderen am meisten, wenn wir das zu unserer Hauptbeschäftigung machen, was wir am besten können. Wir werden so zu Gottes Mitarbeiter. In der Wirtschaftswissenschaft würde man das als das Effizienzprinzip bezeichnen, als die Form der besten Ressourcenallokation oder in Anlehnung von David Ricardo Ausnutzung komparativer Vorteile, hier also der individuellen Talent. Wenn jeder seine Talente und Gaben einbringt und zu seinem Beruf die Tätigkeit macht, die er am besten kann, da wird allen damit am meisten gedient sein. Andererseits kann man durchaus die Meinung vertreten, dass man seinem Nächsten sogar schadet, wenn man einen Arbeitsplatz besetzt hält, für den man eigentlich nicht geschaffen wurde. Und damit verhindert, dass andere Menschen diese Stelle besetzen könnten, die für diese Tätigkeit nämlich besser geeignet werden und die sich mit dieser Tätigkeit selbst verwirklichen könnten, um diesen geflügelten Ausdruck von Maslow zu verwenden.
Hier könnte also dann ein anderer Mensch in dieser Rolle Selbstverwirklichung erreichen. Man könnte das mit dem Versuch vergleichen, ein Puzzleteil in eine Stelle zu zwingen, an die es eigentlich nicht gehört. Auf diese Weise zerstören wir nicht nur dieses Puzzleteil, sondern das Puzzle wird auch nie wieder ganz sein, da das Stück an der Stelle fehlt, an der es vom Schöpfer des Puzzles vorgesehen war. Und in diesem Sinne wird die sogenannte Pareto-Effizienz nie erreicht werden, solange Personen eine Tätigkeit ausüben, bei der sie ihre besonderen Talente nicht einsetzen. Pareto-Effizienz nach dem italienischen Ökonom Vilfredo Pareto ist eine weitere häufig verwendete Definition von Effizienz in den Wirtschaftswissenschaften. Eine Gesellschaft ist demnach Pareto-effizient, wenn keiner besser gestellt werden kann, ohne dass ein anderer schlechter gestellt wird. Solange es aber in einer Volkswirtschaft auch nur eine einzige Person gibt, die einen Job besetzt hält, indem sie ihre Talente nicht effektiv einsetzt, kann die Gesellschaft nicht Pareto-effizient sein. Denn die Person, die einen Job innehat, für den sie nicht gemacht ist, verbessert das Wohlergehen aller, einschließlich ihres eigenen, indem sie sich einen Job sucht, in dem sie tatsächlich ihren besonderen Beitrag zur Gesellschaft leisten kann. Gleichzeitig gibt die neue freie Stelle einer anderen Person die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen und mit ihren Talenten zum Gemeinwohl beizutragen. So, und nun können wir die alte und interessante Frage beantworten, ob wir arbeiten, um zu leben. Oder leben wir, um zu arbeiten? Die Antwort ist, wir leben, um zu arbeiten. Denn wir können dadurch mit unseren Talenten zum Gemeinwohl beitragen. Und dann ist Arbeit keine Strafe, sondern ein Segen. Denn wir helfen Gott bei seinem Werk. Wir beteiligen uns sozusagen an der göttlichen Schaffenskraft, wie der katholische Katechismus interessanterweise lehrt. Es ist also geradezu unsere Pflicht, unsere Gaben und Talente zum Wohle aller einzusetzen und eine Tätigkeit nicht nur deshalb auszuüben, um damit Geld zu verdienen. Macht es eigentlich einen Unterschied, welche Körperteile man einsetzt oder verkauft? Ist es nicht so, dass jeder, der eine Tätigkeit nicht aus Liebe, sondern nur des Geldverdienens wegen tut, sich im Grunde prostituiert? Natürlich müssen wir Geld verdienen, aber das Geldverdienen sollte kein Selbstzweck sein. Die Krematistik, also das Geldverdienen als Selbstzweck, kann als das Gegenteil dessen gesehen werden, was Aristoteles als Oikonomia bezeichnete, nämlich die effiziente Nutzung der Ressourcen des Haushalts. Auch wenn der Begriff Ökonomie seinen Ursprung im griechischen Oikonomia findet, beziehen wir uns heute, wenn wir von Ökonomie sprechen, meist auf das, was Aristoteles unter Krematistik verstand. Geld verdienen sollte also kein Selbstzweck sein. Wir sollten unser tägliches Brot mit derjenigen Tätigkeit verdienen, die unserer Berufung entspricht. Und das ist eine Tätigkeit, die wir auch ohne Geld ausüben würden. Und aus diesem Grund kann ich herausfinden, welches meine Berufung ist, indem ich mir überlege, welche Tätigkeit ich ausüben würde, wenn ich dafür kein Geld bekäme. Alternativ kann ich mir auch überlegen, welche Tätigkeit am letzten Tag meines Lebens ausüben würde, vorausgesetzt, ich wüsste, welcher Tag das ist. Triebfeder einer Tätigkeit, die ich am letzten Tag meines Lebens ausüben würde, wird sicherlich nicht das Streben nach Geld, noch das Streben nach Anerkennung sein. Am letzten Tag meines Lebens werden wir die Tätigkeiten oder werde ich die Tätigkeit ausüben, die uns Freude bereitet oder die mir Freude bereitet. Und das dürften eben diejenigen Tätigkeiten sein, für die ich ein besonderes Talent habe. Wenn man nämlich spürt, dass das, was man tut, anderen dient, dann macht uns das glücklich. Und etwas ganz Ähnliches hat hier Steve Jobs, der Apple-Gründer, auf einer Rede vor Studenten in Stanford, glaube ich, war es, gesagt. Er sagte, du musst alles lieben, auch deine Arbeit. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found yet, keep looking. Also die einzige Möglichkeit, wirklich großartige Arbeit zu tun, ist es, zu lieben, was man tut. Und wenn man das noch nicht gefunden hat, wenn man die Tätigkeit noch nicht gefunden hat, dann muss man weitersuchen. Und er selbst hat auch zugegeben in der Rede, dass er seit er 17 Jahre alt ist, jeden Tag in den Spiegel geschaut hat und sich jeden Morgen die Frage gestellt hat, ob das,
was er heute tun wird, ob er das auch am letzten Tag seines Lebens tun würde. And if the answer is no, in too many days in a row, you've got to change something. Die Antwort habe ich jetzt noch im Kopf. Also wenn die Antwort zu viele Tage hintereinander nein wäre, dann müsste man was ändern. Das heißt, anderen mit seinen Talenten zu dienen, bereitet Freude. Anderen dagegen mit irgendeiner Tätigkeit zu dienen, die auch irgendjemand anders ebenso gut ausüben könnte, macht weniger Freude. Und am letzten Tag unseres Lebens würden wir einer solchen Tätigkeit vermutlich nicht nachgehen. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Der Nächstenliebe macht uns glücklich. Dass Glück nicht mit dem Einkommen zusammenhängt, wurde schon an anderer Stelle herausgestellt. Diejenigen Länder, die den höchsten Wert im sogenannten Happy Planet Index erreichen, sind nicht diejenigen, die gemeinhin als die entwickelsten gelten. Aber selbst wenn wir Entwicklung unabhängig vom BIP messen würden, zum Beispiel anhand der Befriedigung fundamentaler Bedürfnisse, und selbst wenn dann ein Land alle Bedürfnisse hundertprozentig erfüllt hätte, wäre es dennoch fraglich, ob die Menschen dann alle glücklich wären. Es ist also zweifelhaft, ob Entwicklung und Glück korreliert sind. Selbst wenn man Entwicklung alternativ und nicht am Bruttoinlandsprodukt messen würde. Auf einer Konferenz der Vereinten Nationen im Jahr 2012, wo es um das Bruttoinlandsglück ging, statt Bruttoinlandsprodukt, das Bruttoinlandsglück, da gab es ein Schild mit folgender Aufschrift. Wenn Sie glücklich sein wollen für eine Stunde, dann schlafen Sie eine Siesta ein, dann halten Sie Mittagsschlaf. Wenn Sie glücklich sein wollen für einen Tag, dann gehen Sie fischen. Wenn Sie für einen Monat glücklich sein wollen, heiraten Sie. Wenn Sie für ein Jahr glücklich sein wollen, dann müssen Sie einen Reichtum erben. Aber wenn Sie das ganze Leben lang glücklich sein wollen, helfen Sie anderen. Das bedeutet, dass wir, wenn wir langanhaltendes Glück haben wollen, darauf abzielen sollten, anderen ständig zu helfen und zu dienen. Und hier ist mit Glück nicht diese oberflächliche, materialistische Freude gemeint, die wir empfinden, nachdem wir uns vielleicht neue Besitztümer kaufen, wie ein neues Auto oder ein Bier trinken, sondern ein tiefes Gefühl der inneren Erfüllung, das aus dem intuitiven Wissen kommt, dass man zum göttlichen Puzzle der Liebe beiträgt, um noch einmal diese Metapher zu verwenden. Wenn wir nämlich erkennen, dass der Sinn des Lebens nicht daran besteht, so viel Geld wie möglich zu verdienen, sondern mit einer Tätigkeit, die wir auch ohne das Versprechen eines finanziellen Gewinns und sogar am letzten Tag unseres Lebens ausüben würden, dann wird uns das glücklich machen. Es wird uns glücklich machen, weil wir spüren, dass wir einen besonderen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Und anders als Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik, hier stimme ich mal nicht mit dem antiken Philosophen überein, sehe ich die Glückseligkeit, die Eudaimonia, nicht als höchstes anzustrebendes Gut an. Das Streben nach Glück als Selbstzweck könnte sogar als ein ähnlich oberflächliches Verhalten angesehen werden wie das Streben nach Geld als Selbstzweck. Vielmehr, finde ich, ist die Glückseligkeit ein positiver Nebeneffekt, ein Ausgleich für das Erreichen des höchsten Gutes, nämlich der Verwirklichung der Nächstenliebe. Im Grunde kann man das Gesagte auch aus dem deutschen Wort Glückseligkeit entnehmen, indem die Wörter Glück und Seele kombiniert werden. Die Glückseligkeit ist der Zustand, in dem die Seele glücklich ist. Und wahrscheinlich werden wir sogar auch ökonomisch erfolgreicher sein, obwohl das Geldverdienen ja kein Selbstzweck ist, werden wir auch ökonomisch erfolgreicher sein, wenn wir unsere Talente einsetzen. Denn wer seine Talente für eine Aufgabe nutzt, wird diese Aufgabe wahrscheinlich erfolgreicher ausüben als jemand, der dieselbe Tätigkeit nur widerwillig und nur zum Gelderwerb ausübt. Und langfristig wird jemand, der etwa ein Talent zum Kochen hat, als Koch auch in Geldeinheiten gemessen erfolgreicher sein, als wenn er versuchte, als mittelmäßiger Ingenieur Maschinen zu konstruieren, wo er sich mit Arbeitskollegen messen muss, die eventuell sehr wohl ein Talent zum Ingenieur haben. Vermutlich werden jetzt einige sagen, dass es auch Tätigkeiten gibt, die keiner wirklich gerne ausüben möchte. Simple, langweilige Tätigkeiten.
Aber tatsächlich hat jeder Mensch Gaben. Und es gibt auch Menschen, die dafür geschaffen sind, simple Tätigkeiten auszuüben und die dies sogar gerne tun, weil sie mit anderen, geistig anspruchsvolleren Tätigkeiten überfordert werden. Auch mit simplen Aufgaben leistet man einen wertvollen Beitrag zum Wohle aller. Es gibt keine Jobs niedriger Kategorie. Das gilt allerdings nur, wenn man für diese Tätigkeit geschaffen wurde. Wer ein besonderes Talent zum Heilberuf oder Ingenieur hat, sollte nicht Busfahrer werden. Möglicherweise trägt die Erkenntnis, dass wir unsere Talente zum Wohle aller einsetzen sollten, auch zur Verwirklichung der Freiheit bei. Freiheit, so lernen wir bei Kant, ist die Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür. Das bedeutet auch, dass die Freiheit des anderen nicht durch meine eigene nötigende Willkür beschränkt werden sollte. Das wiederum bedeutet, dass wir eben nicht eine Arbeitsstelle besetzt halten sollen, für die andere besser geschaffen sind. Dass die Verwirklichung der Freiheit hiermit zusammenhängt, können wir intuitiv nachvollziehen, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Freiheit nicht von äußeren Umständen abhängt oder jedenfalls nicht nur. Möglicherweise fühlt sich ein Arbeiter, der auf dem Land an der frischen Luft arbeitet, eventuell weniger frei als jemand, der den ganzen Tag eingeschlossen im Büro sitzt. Wenn ihm nämlich seine Arbeit nicht gefällt und er sich gezwungen fühlt, sie auszuüben, um zu überleben. Der Unterschied zwischen einem Sklaven und einem Freien ist der, dass der Freie seine Arbeit freiwillig und nicht nur des täglichen Broterwerbs wegen vollrichtet. Und wenn wir diesen Sinn in unserem Leben erkennen, werden einige beklagenswerten Charaktereigenschaften unseres jetzigen Lebensstils vermutlich ganz von selbst verschwinden. Dass wir in einer sogenannten Individual- oder Ellenbogengesellschaft leben, in der viele nur an sich selbst denken und Mitmenschen, wo es nur geht, sinnbildlich mit dem Ellenbogen zur Seite drängen, um selbst besser nach vorne zu kommen, ist keine Nebenwirkung des Wettbewerbs, wie einige meinen. Die Ellenbogengesellschaft kommt vielmehr daher, dass Menschen nicht erkennen, dass ihr Lebensziel darin bestehen sollte, anderen zu dienen, und nicht darin, möglichst viel virtuellen Reichtum anzuhäufen, um den Begriff Frederick Soddy's zu verwenden. Schließlich kann man nicht Gott, also der Liebe und dem Gelde dienen. Wenn man das erkannt hat, dann macht egoistisches Verhalten wenig Sinn. Es gäbe dann keine Mitmenschen, die hauptberuflich als Spekulanten arbeiten oder von Zinseinnahmen leben. Denn damit leistet man nicht nur keinen Beitrag zum Wohle anderer, sondern bereichert sich sogar auf Kosten anderer, wie ich oben ja schon angesprochen hatte. Wir würden auch keine Monopolstellung missbrauchen, keine Preise absprechen oder unlauteren Wettbewerb begehen. Unternehmen, die verstanden haben, dass Geldverdienen kein Selbstzweck ist, und dass es ihre Aufgabe ist, durch ihre Produkte und Dienstleistungen einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, werden sich anders verhalten, als die meisten Unternehmen es heute tun. Und ein Unternehmen, das dies verstanden hat, ist die Firma Latte in Chile, die Mineralwasser verkauft. Auf der Rückseite der Flasche wird dem Käufer versichert, dass 100% des Gewinns an gemeinnützige Organisationen gespendet werden. Deswegen heißt das Wasser Latte. Das steht für Latte tu Corazón. Es schlägt dein Herz. Und immer wenn man einen Schluck davon trinkt, so schlüge das Herz höher, weil man fühle, dass man mit dem Konsum dieses Wassers zugleich wohltätig sei. So die Erklärung auf dem Etikett der Flasche. Auf der Webseite des Unternehmens wird verkündet, dass bis heute knapp 1 Million Euro gespendet wurden. Und dieses Unternehmenskonzept klingt für mich sehr interessant. Dass alle Überschüsse gespendet werden, muss auch nicht heißen, dass der Eigentümer gänzlich kostenlos arbeitet, was sie im lauten Latte übrigens tun, angeblich. In der Nächstenliebe widerspricht es nicht, wenn sich die Eigentümer ein angemessenes Gehalt zahlen, solange alle weiteren Überschüsse in das Unternehmen reinvestiert oder gespendet werden. Frage: Könnten nicht alle Unternehmen so arbeiten? Theoretisch ja. Jedenfalls dann, wenn sie erkennen, dass der Sinn ihres Seins darin besteht, mit ihren Produkten einen Beitrag zum Wohle der Gesellschaft zu leisten. Ein solcher Unternehmer wäre ja froh,
wenn andere seine Produkte abnehmen, denn dafür hat er sie ja unter Ausnutzung seiner Talente hergestellt. Und wenn am Jahresende ein Überschuss übrig bleibt, so würde ein solches Unternehmen die Überschüsse spenden und oder im nächsten Jahr eventuell die Löhne seiner Angestellten erhöhen oder die Preise seiner Produkte senken. Das wäre wahrhaftig gelebte Created Shared Value. Das ist ja die neue Form der Corporate Social Responsibility. Ein solcher Unternehmer würde selbstverständlich auch keine marktbeherrschende Position ausnutzen, so er denn eine innehätte, oder sich gar mit Konkurrenten absprechen, um höhere Preise durchzusetzen, noch würde er unlauteren Wettbewerb veranstalten. Solches Verhalten machte wenig Sinn, wenn man den Sinn und Zweck seines Seins in der Nächstenliebe sieht. Der Unternehmer wäre im Gegenteil bemüht, freiwillig und ohne dass Wettbewerbsdruck ihn dazu zwingt, seine Produkte eher zu niedrigen als zu hohen Preisen anzubieten, möchte er doch mit ihnen einen Beitrag zum Wohle seiner Kunden leisten. Und selbstverständlich würde er keine Zinsen erheben. Gesetze zum Schutz des Wettbewerbs werden also nicht mehr notwendig, wenn alle Unternehmer so denken würden. Diese Erkenntnis stimmt mit der obigen Erkenntnis überein, dass funktionierender Wettbewerb unseren Egoismus einschränkt, weil er uns zwingt, gute Produkte zu guten Preisen anzubieten. Gesetze zum Schutz des Wettbewerbs, die einen solchen funktionierenden Wettbewerb herzustellen suchen, wären folglich nicht mehr notwendig, wenn alle dem Gebot der Nächstenliebe folgen würden. Mit anderen Worten, ich komme jetzt schon fast zu Ende, wenn alle Menschen begreifen würden, dass es darauf ankommt, die Talente einzusetzen und der Sinn einer beruflichen Tätigkeit nicht nur daran besteht, Geld zu verdienen, so erreichten wir große wirtschaftliche Effizienz, ohne dass Wettbewerbsdruck notwendig wäre. Freiwillig würden alle Menschen bestmögliche Produkte zu bestmöglichen Preisen anbieten. Und die meisten Gründe für Marktversagen gäbe es nicht. Die Ökonomie der Nächstenliebe ist eine Ökonomie, in der der Wunsch, einander bestmöglich zu dienen und nicht der Marktwettbewerb die Triebfeder für die Produktion guter Produkte und zu guten Preisen ist. Und ohne Stress und Angst um das wirtschaftliche Überleben wären die Produktion effizient. Menschen wären glücklich, weil sie spürten, dass sie einen besonderen Beitrag zum Wohle aller leisten, was ihrem Leben einen Sinn gäbe. Wenn wir also nicht irgendeiner beliebigen Tätigkeit nachgeben, sondern derjenigen, in der wir unsere Talente optimal einsetzen, dienen wir Gott, dem Nächsten und schlussendlich sogar uns selbst. Eine solche Marktwirtschaft würde den Menschen dienen, indem sie ihnen die Freiheit gibt, sich gegenseitig zu dienen. Leider sind wir noch weit davon entfernt, diesen Sinn des Lebens zu verstehen. Und solange brauchen wir Wettbewerb und eine Geldreform, um unseren Egoismus zu begrenzen. Wenn Sie das, was ich gerade vorgetragen habe, nachlesen möchten, können Sie das tun in diesem Buch Finanzwirtschaft in ethischer Verantwortung, herausgegeben von Georg Krämer. Da ist ein Kapitel drin, das heißt Neues Geld für eine neue Ökonomie, wo alles erklärt ist, was ich gerade vorgetragen habe. Und auch sehr, ziemlich umfangreich den moralisch-ethischen Aspekt des Zinses, den ich jetzt hier nur ganz kurz angesprochen habe. Wenn Sie nur das Geldthema lesen wollen, auf Englisch, gerade erschienen, noch ganz druckfrisch, gibt es hier ein Buchkapitel in diesem Buch, The Role of Money for a Healthy Economy. Und wenn Sie nur den zweiten Teil, nämlich den der Ökonomie der Nächstenliebe, lesen wollen, auch auf Englisch, kann ich Ihnen dieses Buchkapitel empfehlen, 2019 erschienen. Vielen Dank.